möchte unter Elevins Geschichten von meinem schönen Bundesland Kärnten Sagen und Märchen erzählen. Und zwar aus dem Kärntner Sagenbuch von Matthias Meyerbrucker. Ich probiere mal auf diesem Weg, euch diese Geschichten einmal anders vorzulesen oder zu erzählen. Bitte verzeiht, wenn es manchmal sprachlich nicht so ganz korrekt ist. Schauen wir mal, was rauskommt. Die erste Geschichte handelt aus dem Nockgebiet, von der schönen Mühlstadt, wunderschönen Mühlstädter See aus Seebrunn. Der Ochsgeist. In der Gegend von Seebrunn am Mühlstädter See, wo früher nur einige Bauernhäuser und Gasthöfe standen, hatte einmal ein Wesen wahrgenommen, das die Ochsen aus ihrer Ruhe brachten. Für die Menschen war dieses Wesen unsichtbar, ein Geist. Wenn sich aber der Geist im Stall oder auf der Weide oder gar auf dem Vorweg der Ochsen näherte, so sprangen die auseinander, bekamen Angst, rannten davon, schmissen alles nieder, trampelten die Menschen nieder. Sie waren gefährlich, die Ochsen. Die Bauern hatten dann zu tun, um in Sicherheit zu kommen, ihr Heu und Stroh und Holz wieder aufzusammeln, den Stall zu richten. Also die Bauern ärgerten sich sehr über dieses Wesen. Sie hatten nur Mühe mit ihm. Was sollten sie tun? Sie konnten ihn nicht fangen. Einmal, erzählte ein Bauer, er schaut aus wie ein rot geschecktes Kalb. Doch so wie er es gesehen hat, war es verschwunden auch. Der andere erzählte, es ist ein Stier mit roten Augen, grüne Hörner. So wunderbare Geschichten, Märchen wurden erzählt von diesem Geist. Und am schlimmsten war es in der Nacht. Der Geist, der Ochsengeist, mochte keinen Lärm. Sobald ein Fuhrwerk quietschte, knarrte, kam er und erschreckte die Ochsen. Die Bauern hielten die Fuhrwerke sehr sauber. Sie schmierten und ölten es, weil sie mit dem Geist nicht viel zu tun haben wollten. So vergingen die Wochen und die Monate. Die Seebauer, Bodener Bauern rieten herum, was sie noch alles tun konnten. Doch ihnen fiel nichts ein. Eines Nachmittags fuhr ein Seebrunner Bauer von Treffling nach Seebrunn zurück. Es wurde dämmerig, der Bauer ging schon schneller, vor der Dunkelheit hatte er ein bisschen Angst. Plötzlich quietschte sein Reifen. Ein Windhauch kam, die Ochsen wurden steif. Und dann bekamen sie die Panik, rannten davon, stießen den Bauer nieder und rannten in die Nacht hinein. Rannten und rannten bis zum See. Dort hörte man sie noch brüllen und dann war es still. Der Bauer konnte ihnen nicht wirklich helfen. Seit diesem Tag war der Ochsengeist nicht mehr gesehen. Viele Bauern erzählten sich, die Ochsen haben den Ochsengeist mit in den Mühlstattsee gezogen und seitdem war es ruhig. So, meine Lieben, das ist eine Kostprobe von mir, wie ich Geschichten erzähle. Wenn euch die Art gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo schenkt. Dort drunter irgendwo ist ein Glöckchen. Drückt es rauf und abonniert mich. Dann könnt ihr noch weiter Geschichten von meinem Kärntner Bundesland hören. Würde mich freuen. Bis bald!